Einen schönen guten Abend, seien Sie herzlich willkommen hier bei uns vom House of One, nicht im House of One. Das House of One wird noch gebaut, die Baustelle ist unweit von hier. Und bis das House of One dann mal steht, solange sind wir in verschiedenen anderen Räumen. Heute mit dem Lesezeichen hier im Schleiermacherhaus, auch mitten in Berlin. Seien Sie herzlich willkommen hier im Raume und auch alle die, die uns digital im Netz zuschauen. Wir haben hier hinten so ein bisschen angedeutet, wie es mal sein wird im House of One, damit auch die Zuordnung klar ist. Wir sind heute wie immer zu dritt, drei Perspektiven auf ein Thema. Das Thema ist die Gnade Gottes in der Sicht der drei monotheistischen Religionen. Kübra Dalkilic, Theologin und Podcasterin vom House of One, wird hier für den Islam sprechen. Andreas Nachama, der Rabbiner, für die jüdische Sichtweise, und mein Name ist Gregor Hoberg, ich bin Pfarrer im House of One für die christliche. Und wir beginnen wie immer chronologisch, das heißt mit der jüdischen Sicht, gehen dann der Reihe nach durch und nach den drei Impulsen öffnen wir ins Publikum und Sie können Fragen stellen, wir können diskutieren. In diesem Sinne, du hast das Wort. Ja, die Frage und Gnade im Judentum ist vielleicht nicht so ausgearbeitet theologisch, wie das im Protestantischen der Fall sein mag. Aber es taucht sozusagen immer in einem Dreiklang in den Gebeten auf. Also zum Beispiel in dem Gebet für Frieden, im Morgengebet, Sim Shalom, gib Frieden, Tova, Uvracha, Glück und Segen. Und dann kommt es schon. Chen vacheset vrachamim, Gunst, Gnade und Erbarmen. Und dieses Dreierpack, Gunst, Gnade und Erbarmen, Chen vacheset vrachamim, das taucht im jüdischen Gebetbuch, im Morgengebet, im Tischdankgebet, also nach dem Essen, an verschiedenen Stellen immer wieder auf und zeigt sozusagen, dass diese Dinge sozusagen nicht voneinander zu separieren sind, sondern dass sie eigentlich zusammengehören. Und das will ich jetzt einfach mal anhand von ein paar Beispielen benennen. Also diese Gnade, die taucht zum Beispiel auf in dem Spruch, der Gefangene bittet um Gnade. Also ein Gefangener bittet um Gnade. Und das ist sozusagen dann die Gnade Gottes, die ihn vielleicht befreit, die ihn wieder freikommen lässt. Dann gibt es dieses zweite Wort der Gunst, Anmut. Das ist sozusagen das, was ein Mensch selber einbringt. Also ein Mensch kann sozusagen jemand anders gegenüber anmutig, gnädig sein. Und es gibt schließlich sozusagen die Güte und die Freundlichkeit, die Chesed. Das ist sozusagen etwas, was eher eine göttliche Eigenschaft ist, der Mensch allenfalls sich annähern kann. Also er kann versuchen, das zu tun. Und schließlich sozusagen Chen Vacheset Rachamim. Rachamim ist also die Barmherzigkeit. Rechem ist die Gebärmutter. Also das ist sozusagen etwas, was aus dem Inneren des Menschen herauskommt. Aber am Ende, so wie die Gebärmutter von Gott verschlossen sein kann und dann kriegt die Frau keine Kinder, wir kennen aus der Bibel genügend Beispiele, wo das so gewesen ist, auch das liegt sozusagen eigentlich in der Hand Gottes und der Mensch ist bestenfalls sozusagen auf dem Weg, sich auch dem anzunähern. Das heißt, wir haben es hier eigentlich mit drei im Grunde göttlichen Eigenschaften zu tun, die sozusagen nennen sich der Mensch durch Gebet, indem er sich das immer wieder vergegenwärtigt, aber am Ende auch
natürlich durch sein Tun und Handeln, durch sein Wirken annähern kann. Dann kommt aber schon die Frage, ja, wie ist das? Was ist zum Beispiel Gerechtigkeit? Und die Gerechtigkeit ist eben dieser Überlegung nach natürlich auch eine Eigenschaft Gottes, aber sie ist auch eine Gnadengabe Gottes an die Menschen. Also die Menschen können Gerechtigkeit walten lassen, zum Beispiel durch einen Gerichtsspruch und indem man sozusagen einen Sachverhalt sehr genau aufklärt und damit Licht ins Dunkel bringt und damit Gerechtigkeit jemanden, der bestohlen wurde oder verletzt wurde, walten lässt. Und damit sind wir dann schon wieder ganz nah an der Gnade dran, sozusagen, weil Gerechtigkeit ist eine Gnadengabe Gottes auf die Erde. Der Mensch von sich aus ist nicht gerecht, sondern Gott ist gerecht. Der Mensch kann sich dem nur annähern. Und so geht das eigentlich sozusagen immer weiter und hat dann allerdings einen Tag im Jahr, wo es tatsächlich darum geht, dass Gott Gnade walten lässt, nämlich an dem Yom Kippur, an dem Fasttag. Also für die Muslime ist jetzt bald ein Fastenmonat. Ein Tag, wo man sozusagen 25 Stunden fastet, nämlich schon vor Einbruch der Dunkelheit, vielleicht sogar 26 Stunden vor Einbruch der Dunkelheit, bis sozusagen die Dunkelheit wieder da ist. Und man wird in dieser Zeit weder was essen noch was trinken, um damit die Gnade Gottes zu erwirken für die, Klammer auf, schlechten Taten, Klammer zu, die man das Jahr über gemacht hat. Also man bittet Gott um Gnade für ein weiteres Lebensjahr. Für ein weiteres Lebensjahr, in dem man dann eben gelobt, gute Taten zu machen oder sich Gott anzunähern. Also all diese Eigenschaften, die Gott hat, sich ihnen anzunähern und ein besseres Leben zu führen. Also das sind sozusagen die Kernpunkte. Es ist eine göttliche Eigenschaft, diese Gnade, aber der Mensch kann sich ihrer annähern und er kann auch in bestimmten Situationen Gnade walten lassen, also zum Beispiel der Gefangene, der ihm freigelassen wird. Und das ist das, was sozusagen immer wieder getan werden soll. Die Israeliten, so heißt es immer, sie sündigen und durch Umkehr, durch Reue, durch Reuhaftigkeit, durch Erbarmen nähert man sich sozusagen an die Dinge sozusagen wieder an. Also das ist, denke ich, so der Kern des Ganzen. Ich habe vorhin gesagt, es kommt also im Gebetbuch häufig vor. Es kommt im Gebetbuch eben auch vor, habe ich vorhin schon kurz erwähnt, an der Stelle, wo es am Ende des Essens darum geht, dass man Gott für das Essen dankt. Und da heißt es eben auch, gelobt seist du, ewiger unser Gott, Gebieter der Welt, der du die Welt mit Güte, Gnade und Barmherzigkeit nährst. Also es ist nicht nur so, dass diese Gnade und Barmherzigkeit eine abstrakte Eigenschaft ist, also sie ist eigentlich Bestandteil der Nahrung. Indem man auch isst, nimmt man sozusagen von der Gnade Gottes ein Stück in Empfang, denn das Essen sättigt einen und erhält das Leben. Also es ist nicht nur etwas Abstraktes, sondern es hat auch, würde ich jetzt mal fast sagen, in jedem Laib Brot, den man isst und den man so quittiert mit einem solchen Dankgebet, hat es auch was ganz Geerdetes und Praktisches. Ja, vielleicht mal bis zu dieser Stelle. Vielleicht kommen mir nachher noch ein paar Fragen oder ergeben sich auch aus den Ausführungen meiner beiden Kolleginnen und meines Kollegen. Wir machen es so, wenn direkt Rückfragen zu dem Gehörten sind, Verständnisfragen, dann stellen Sie die am besten gleich jetzt.
und ganz allgemein Fragen, Diskussionsbeiträge dann, wenn alle drei durch sind. Gibt es Verständnisfragen? Da zwei. Bitte eher vorne und dann dahinter. Ich habe nicht gewusst, dass der Begriff Barmherzigkeit was mit Gebärmutter zu tun hat. Kann ja. Man mir das nochmal... Im Hebräischen. Also das hebräische Wort Rechem und Rachamim, die Barmherzigkeit, das ist sozusagen der gleiche Wortstamm. Und es ist nicht nur der gleiche Wortstamm, sondern es ist im Kern das gleiche Wort. Aber das lässt sich in der Übersetzung nicht ausdrücken. Interessant, dieser Zusammenhang. Ja. Und die Frau dahinter hat auch eine Frage. Ich habe den Unterschied zwischen Gnade und Barmherzigkeit nicht ganz verstanden. Sind diese Begriffe austauschbar? Also ich habe bisher so Barmherzigkeit auch so verstanden, so als Rührung in den Eingeweiden. Und Gnade kann man auch walten lassen aus sachlichen, intellektuellen Vorstellungen. Ja, das habe ich ja gesagt. Also man kann Gnade walten lassen, indem man einen Gefangenen zum Beispiel entlässt. Ja, das ist sozusagen, das aber eher nicht damit mit dem theologischen Begriff gemeint. Diese drei theologischen Begriffe, Chen, Chesed, Rachamim, die liegen sozusagen also ganz dicht beieinander und kommen auch in aller Regel in den Gebeten immer als Dreiklang daher. Also bilden sozusagen eine Einheit und sie sind eben diese Eigenschaften Gottes eigentlich, denen der Mensch versuchen soll, sich anzunähern, sie nachzuahmen, sie in sich aufzunehmen, wie auch immer. Das ist eine interessante Frage, weil die begegnet auch nochmal in meinem Redebeitrag, weil es ist sehr schwer, die zu trennen. Ja. Das ist nicht trennscharf. Es geht da oft ineinander über, Barmherzigkeit und Gnade. Dazu komme ich gleich noch. Weiß jemand von Ihnen, was die Weihnachtsgnade ist? Ist ein Vorgang, der gar nichts mit Religion zu tun hat. Ist nicht über S dran? Wir haben es auch immer andersrum. Okay. Weiß es jemand? Findet jedes Jahr statt, rund ums Weihnachtsfest, in 15 Bundesländern, in einem nicht, die Weihnachtsgnade. Das heißt, es wird Gefangenen, die rund um, die kurz nach Weihnachten oder in der Zeit danach vielleicht auf ihre Entlassung warten, da wird die Entlassung vorgezogen, ohne dass es dafür rechtliche Gründe gibt. Das ist einfach so eine Art Gnadenerlass. Die dürfen früher nach Hause, weil Weihnachten ist. Und das passiert jedes Jahr in Deutschland. Rund 1000 Gefangene sind auch in diesem Jahr, also im letzten Weihnachten 22, wieder vorzeitig entlassen worden. Manche sogar 2-3 Monate. Am großzügigsten ist bei dieser Regelung wohl immer Berlin. Und es gibt ein Bundesland, das die Regelung gar nicht mitmacht. Raten Sie mal, welches das ist. Tatsächlich Bayern. Man weiß gar nicht so genau, warum, aber Bayern macht es nicht. Das christlich. Weiß ja auch nicht, warum das so ist. Aber das Interessante ist, es ist ja, wenn man das mal überträgt, was da passiert, Gnade vor Recht. Nicht das Recht gilt, sondern die Gnade gilt. Und das meint, jemand bekommt etwas geschenkt, worauf er gar keinen Anspruch hat. Und genau so verhält es sich im Grunde auch mit der Gnade im religiösen Bereich. Es geht da immer um die unverfügbare Zuwendung Gottes, die grundsätzlich allen Menschen gilt. Also auch in diesem Fall handelt es sich um ein unverdientes Geschenk. In den monotheistischen Religionen ist Gnade darum auch immer eine Grundeigenschaft Gottes gegenüber den Menschen. Das gilt für alle drei. So haben wir es jetzt im jüdischen Teil gehört und im muslimischen wird es ähnlich sein. Das Wort Gnade, das wir im Christlichen benutzen, leitet sich ab von dem schon Gehörten, in der Hauptsache von dem Gehörten Hesed aus dem Hebräischen. Und dafür steht dann im griechischen Neuen Testament in der Regel Charis und im Latein Gratia. Und die Übersetzungen sind sehr, sehr vielfältig. Im Grunde ist es so eine Art Containerwort für alles, was irgendwie gut ist. Also wenn man es ins Deutsche überträgt, gibt es Stellen, da wird es übersetzt mit Geschenk, Gefälligkeit, Gabe, Gnade, Wohlwollen, Zuwendung, Gunst, die den Menschen von Gott ohne Vorbedingungen entgegengebracht wird. Also es hat einen sehr
breites, positives Bedeutungsspektrum. Die ganze Bibel ist durchzogen von Erfahrungen, in denen Menschen Gnade erfahren von Gott in Form von Zuwendung, Befähigung, aber auch in Form von Zurechtweisung. Im Ersten Testament geschieht es meistens, korrigiere mich, wenn es falsch ist, gegenüber dem Volk Israel. Im Neuen Testament ist es individueller. Da gibt es auch viele Stellen, die sozusagen auf das Persönliche abzielen. Gnade, die Gott dem Gläubigen der gesamten Menschheit ohne Vorbedingungen schenkt, bildet auch den Kern der christlichen Botschaft. Sie ist der Zentralbegriff der Gotteserkenntnis und er beschreibt das Geschehen zwischen Gott und Mensch. Und das Besondere in der christlichen Lesart ist, dass die Gnade personifiziert in Jesus Christus begegnet. Also alles, was Jesus Gutes tut, sein ganzes Leben, sein Leiden und Sterben und seine Auferstehung, sind ein Abbild der Gnade Gottes. Sie machen sie uns sichtbar. Also so versteht es der christliche Glaube. Er bringt damit die Überzeugung zum Ausdruck, dass die Gnade stärker ist als die Verfehlung jedes einzelnen Menschen und stärker ist als der Tod. Wer christlicherseits an Christus glaubt, der ist sozusagen hineingenommen in Gottes Gnade und darf darum auch auf die Überwindung seines Todes rechnen, auf die Auferstehung. Berühmt geworden, gerade im protestantischen Bereich der Kirche, ist die Gnadenlehre des Apostel Paulus. Er beschäftigt sich sehr ausführlich damit. Bekannter ist sie unter dem Namen Rechtfertigungslehre. Paulus versucht zu erklären, dass man die Gerechtigkeit, die von Gott gegeben ist, die er sozusagen den Menschen schenkt, weil der Mensch selbst sie gar nicht erreichen kann über seine Werke, dass man die bekommt, indem man dem Geschenk Gottes vertraut, indem man an Gott glaubt. Das ist der Kern der Rechtfertigungslehre. Später in der Entwicklung der katholischen Kirche in den ersten Jahrhunderten ringt sich darum, um dieses Verhältnis von Glaube und Werk, immer wieder ringen sich darum Auseinandersetzungen. Verknüpft damit ist auch die Frage danach, was ist denn der Menschenbeitrag, wenn es um die Gnade Gottes geht? Also kann er irgendwas dazu tun oder ist es wirklich ein reines Geschenk? Und wenn er was dazu tun kann, dann würde es ja bedeuten, er hat einen freien Willen, er kann das von sich aus beeinflussen, die Gnade Gottes. Da gibt es einen Mann, der hieß Pelagius, der hat diese Lehre vertreten, die ist aber dann auf einem Konzil im 5. Jahrhundert verworfen worden und man hat sich darauf geeinigt, es so zu lesen, wie Augustin es interpretiert hat. Und diese Interpretation zählt im Grunde mehr oder weniger bis heute, zumindest im katholischen Bereich. Augustin sagt, dass der Mensch aufgrund der Erbsünde, also jeder Mensch wird sozusagen aufgrund des Vorganges am Anfang der Bibel geschildert, als Adam und Eva aus dem Paradies vertrieben werden, wird die Sünde von da an ja immer weitergegeben und jeder Mensch wird in die Sünde hineingeboren. Und diese Sünde kann er nicht von sich aus überwinden, sondern nur, wenn Gott ihm die Gnade schenkt. Er ist also auf die Gnade angewiesen, um da wieder rauszukommen. Also es gibt eine gewisse Willensfreiheit, aber die ist eingeschränkt. Und um diesen Grundgedanken hat sich dann in den folgenden Jahrhunderten in der Theologie ein riesiges Gnadengebilde etabliert. Also immer wieder und immer detaillierter wurde dann versucht zu beschreiben, wie die Gnade wann an welcher Stelle wirkt. Also es ist alles hochkomplex. Es füllt Bücher und es ist auch verknüpft worden dann mit bestimmten Tätigkeiten. Das bekannteste ist die Verknüpfung mit dem Ablasshandel. Man konnte sozusagen sich Gnade erkaufen, nicht nur durch bestimmte Glaubenshandlungen und durch bestimmte Taten, die man tat, sondern eben auch durch Geld. Und spätestens an dem Punkt war das für manche Theologen nicht mehr schlüssig und einsichtig und sie wollten das Ganze wieder vereinfachen und auf die Bibel zurückführen. Und so war es auch mit Luther, der das gesagt hat, so kann es nicht sein und hat nochmal insbesondere die Psalmen und den Römerbrief von Paulus gründlich gelesen, um dann festzustellen, dass es aus seiner Sicht ganz anders gemeint ist, dass man
Und Luther geht sogar so weit, dass er sagt, der Mensch hat bezogen auf Gott keinen freien Willen. Er ist da ganz auf die Gnade Gottes angewiesen. Die geht immer voran. Von Gott kommt immer der erste Schritt und dann kann der Mensch durch seinen Glauben Ja sagen zu Gott. Also durch die Annahme der Botschaft von Jesu, seinem Leben, seiner Heilstat für uns, die allein aus Gnade uns geschenkt ist, sola gratia, er bringt es auf dieses Schlüsselwort, dadurch ist man sozusagen vor Gott gerechtfertigt, angenommen und frei. Das ist der Kern der lutherischen Lehre und damit konnte sozusagen der ganze Ablass und alles, was man für die Gnade tun musste, vom Tisch gefegt werden. Und es gab jetzt eine direkte Möglichkeit für jeden einzelnen Menschen, durch seinen Glauben sich mit Gott zu verbinden und Gott direkt zu antworten. Die katholische Kirche hat da hingegen viel mehr Wert darauf gelegt, dass die Vermittlung der Gnade Gottes immer noch eine wichtige Rolle spielt und dass die durch die Kirche erfolgt, insbesondere durch die 7 Sakramente. Das ist bis heute noch ein wichtiger Punkt im katholisch geprägten christlichen Glauben, dass die Gnade natürlich von Gott kommt, aber dass die Vermittlung der Kirche da eine wichtige Rolle spielt. Genau. Heute gibt es so Mischpositionen, die sozusagen versuchen, zwischen katholischer und evangelischer Tradition zu vermitteln. Also einerseits versucht man schon festzuhalten, dass der Mensch auch einen Teil hat in diesem ganzen Prozess, einen Anteil hat. Andererseits aber auch zu sichern, dass das entscheidende Prä immer bei Gott liegt. Und man verbringt es so zusammen, dass man sagt, Gottes Gnade befreit den Menschen zum Glauben. Ja sagen muss er dann selbst. Also er hat die Freiheit auch Nein oder Ja zu sagen, aber das ist das, was beim Menschen liegt, diese Aufgabe. Zusammenfassend möchte ich nochmal auf diesen zweiten Begriff El Rahman, der Barmherzige, der auch sich auf das hebräische Hesed zurückführen lässt und der im Koran eine ganz zentrale Rolle spielt. Ich glaube, jede Sure bis auf eine beginnt damit. Der ist von seiner Grundbedeutung her, und da kommt, glaube ich, wieder die Verknüpfung zur Gebärmutter, hat er eine Betonung des Mütterlichseins. Also er betont die Herzlichkeit und Zärtlichkeit, die in der Gnade Gottes drinsteckt. Und so ist es auch heute in der Theologie meistens verstanden, dass die Gnade ist Ausdruck einer Liebesbeziehung zwischen Gott und Mensch, ein dynamisches Geschehen, wo der erste Schritt immer von Gott ausgeht. Und diese ganzen vielen theologischen Theorien und Gedanken darüber, die sind natürlich sehr interessant, aber so richtig verstehen, was damit gemeint ist und wie das Ganze ins persönliche Leben hineinragt, das gelingt am besten, indem man eine Geschichte erzählt, ein Gleichnis. Und zur Gnade gibt es ein wunderbares Gleichnis. Ich lese es jetzt vor. In Lukas 15 steht es, ein wunderbares Gleichnis, das sozusagen die ganze Fülle dessen, was da drin steckt, wenn man sagt, Gott schenkt den Menschen seine Gnade, ohne dass er dazu was tun muss, die wird in diesem Gleichnis höher und sichtbar. Es ist das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Jesus sagte, ein Mensch hatte 2 Söhne und der Jüngere unter ihnen sprach zum Vater, gib mir, Vater, den Teil der Güter, der mir gehört, mein Erbe, gib es mir jetzt schon. Und er teilte ihnen das Gut. Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog ferne über Land und brachte sein ganzes Gut durch mit Prassen. Als er nun all das Seine verzehrt hatte, war eine große Teuerung im ganzen Land. Und er fing an zu darben und ging hin und hängte sich an einen Bürger in dem Land. Und der schickte ihn auf seinen Acker, dass er die Säue hütete. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen, denn er hatte großen Hunger mit den Schalen, die Säue aßen, aber niemand gab sie ihm. Da kam er zu sich und sprach, wie viele Tagelöhne hat mein Vater, die zu essen haben, die Brot die Fülle haben, und ich verderbe hier im Hunger? Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße, aber mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und mit diesen Gedanken machte er sich auf und kam zu seinem Vater. Da er aber noch fern von zu Hause war, sah ihn sein Vater
und es jammerte ihn. Und er lief und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu seinem Vater, wie er es sich vorher überlegt hatte: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Da unterbrach ihn der Vater und sprach zu seinen Knechten: Bringt schnell das beste Kleid und tut es ihm an und gebt ihm einen Fingerring an seine Hand und gebt ihm Schuhe an seine Füße und bringt das Kalb, das wir gemästet haben, und schlachtet's. Lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Das ist der erste Teil. Es gibt noch einen zweiten Teil, aber dieser Teil ist sozusagen das, was Jesus erzählt, um zu zeigen, wie Gottes Gnade funktioniert. Der Sohn hat sich ja nun wirklich schoflich benommen und trotzdem spielt es gar keine Rolle in dieser Geschichte. Er kann einfach wiederkommen und wird umarmt und es gibt keine Vorwürfe und keine Abrechnung. Es wird zusammen gefeiert. Gut, dass der andere Sohn, der zu Hause geblieben war, der zweite der beiden, dann damit nicht einverstanden war, das ist dann nochmal ein anderer Teil der Geschichte. Am Ende wird aber auch er mit hineingenommen in das Fest, weil es geht in dem Gleichnis nicht darum, aufzuteilen zwischen denen, die sozusagen treu im Glauben sind und denen, die neu hinzukommen oder die sich abgewandt haben, sondern es geht darum zu zeigen, dass die Gnade für alle reicht, sowohl für die, die dabei bleiben, als auch für die, die dazukommen, für alle Menschen. Das ist sozusagen das Fazit und am Ende steht ein großes Fest, wird das Leben gefeiert und die Gnade Gottes. Eine schöne Geschichte, die mehr sagt als tausend andere Worte. Gibt es dazu Fragen? Ich sehe da einen Zusammenhang zu der anderen Geschichte im Neuen Testament, und zwar die Weinbergarbeiter, die am Tage mehrfach angeworben werden und jeder erhält den gleichen Lohn. Und da ist der Unterschied zwischen menschlicher Gerechtigkeit und dem Sinn und Gottes Gerechtigkeit. Genau, es ist eigentlich ein ähnliches Fazit. Wer die Geschichte nicht kennt, auch ein Gleichnis von Jesus, wo es um die Güte und Gnade Gottes geht und um seine größere Gerechtigkeit. Es arbeiten Menschen auf einem Weinberg und die einen fangen ganz früh an, dann werden mittags neue geholt und abends kurz vor Schluss nochmal neue, aber am Ende bekommen alle den gleichen Lohn, obwohl sie ganz unterschiedlich lang gearbeitet haben. Das wirkt erstmal ungerecht, aber im Blick auf die Güte und Gnade Gottes will es sagen, es reicht für alle. Dann kommen wir zum Islam. Gut. Ja, Gnade von Seite des Islams. Wir haben ja jetzt auch schon eigentlich vieles gehört, was ich auch so nochmal übernehmen kann. Wenn ich an die Gnade im islamischen, muslimischen Kontext denke, dann denke ich auf jeden Fall an zwei besonders starke Namen Gottes. Und das ist, das haben wir schon gehört, Rahman und Rahim. Der Koran beginnt auch mit Bismillahirrahmanirrahim. Und Gott offenbart sich im Koran sehr oft, weil, wie wir es vorhin auch gehört haben, bis auf eine Sure im Koran beginnt jedes Kapitel mit Bismillahirrahmanirrahim. Und was bedeutet das? Im Namen Gottes, des Erbarmers, des Barmherzigen. Also Gott schreibt sich schon mal diesen Namen zu, die Barmherzigkeit, diese Eigenschaft als Allerbarmer zu sein. Und Gott schenkt quasi den Menschen vieles oder alles, was es eigentlich von sich aus davor nicht verdient hätte. Sei es das Leben, sei es das Ganze, was wir auf der Welt haben. Was brauchen wir als Menschen zum Existieren? Sauerstoff, wir haben unterschiedliche Nahrungsmittel, wir haben Früchte. Und hier ist es ganz wichtig, im muslimischen Kontext, die Gnade Gottes, die Barmherzigkeit Gottes zu sehen und sehen zu wollen. Weil wenn ich jetzt die Natur anschaue, die Biene manifestiert die Barmherzigkeit Gottes mit der Produktion des Honigs. Ich esse diesen Honig zwar beim Frühstückstisch, vielleicht ohne zu denken oder zu sagen, ah ja, wie schön, wie lecker, oder mir schmeckt eigentlich der andere Honig viel besser,
Aber diese Bienen, dass sie quasi diese Honig produzieren, das ist eine Gnadengabe Gottes. Und dass ich dann quasi von dem profitieren kann, zeigt die Liebe Gottes dem Menschen. Wir haben jetzt auch öfters das Beispiel mit der Mutter gehört. Wenn ein Kind in einem Zuhause quasi wohnt oder geboren worden ist und die Eltern kümmern sich um dieses Kind. Die Temperatur vom Zimmer wird demnach eingestellt, weil das Kind einfach nicht dazu selber fähig ist zu sagen, ja, jetzt ist mir kalt, ich bräuchte ein bisschen Wärme oder jetzt ist mir zu warm, ein bisschen Kälte. Und da kümmert sich quasi jemand um dieses Kind. Und so ist es auch eigentlich mit uns. Gott hat das ganze Universum für den Menschen oder für alle Geschöpfe eigentlich in der besten Art und Weise erschaffen und das durch die Barmherzigkeit Gottes. Und hier ist es eben ganz wichtig, aus muslimischer Sicht auch diese Barmherzigkeit mit Dankbarkeit entgegenzuwirken. Wir beten zum Beispiel 5-mal am Tag. Und das ist eine Art und Weise zu zeigen, dass man Dankbarkeit gegen Gott zeigt. Weil wir Menschen sind keine Wesen, die auf Augenhöhe mit Gott existieren. Aber Gott nimmt es sich quasi an, mit dem Menschen ein persönliches Gespräch 5-mal am Tag anzugehen. Und mit meinem Auftreten beim Gespräch ist das quasi so ein, ja, Danksagung gegenüber Gott. Und deswegen hat die Barmherzigkeit, die Gnade Gottes quasi auch in der Hinsicht eine Rolle, dass der Mensch das auf sich nehmen soll und diese Gnade quasi visualisieren oder durch diese Gottesdienste quasi nochmal zeigen soll, dass es angekommen ist, diese Gnade. Ich habe jetzt von Ar-Rahman und Rahim gesprochen. Das ist jetzt folgendermaßen. Rahman ist der Name Gottes, der als Allerbarmer definiert wird. Und hier ist die gesamte Schöpfung gemeint. Also jedes Geschöpf ist von dieser Barmherzigkeit, dieser besonderen Barmherzigkeit Gottes betroffen. Egal, ob diese Menschen muslimisch sind, egal, ob sie überhaupt einer Religion angehören, egal, welchen Geschlecht sie haben, welche Hautfarbe sie haben, egal, welche Identitäten sie haben. Diese spezielle Barmherzigkeit Gottes richtet sich an alle Menschen. Und dadurch, dass der Mensch den freien Willen hat, wie wir es auch im Christentum und im Judentum auch kennen, darf der Mensch sich dazu entscheiden, diese Barmherzigkeit entgegenzunehmen oder eben Dankbarkeit in der Hinsicht zu zeigen. Und wenn diese Dankbarkeit nicht gezeigt wird, dennoch ist diese Eigenschaft Gottes, Ar-Rahman zu sein, manifestiert sich diese Eigenschaft auf den Menschen. Ar-Rahim ist wiederum ein etwas spezielles Erbarmen, Barmherzigkeit, die sich besonders an Glaubende und Gerechte und Wahrhafte richtet. Wir glauben daran, dass bei jeder Erschaffung des Geschöpfes, sei es jetzt Mensch, Natur, Tier, dass die Eigenschaften, die Einheitsreflexionen Gottes sich auf den Menschen manifestieren. Und das ist auch ein Zeichen, Gott ist barmherzig und möchte von uns Menschen auch die Barmherzigkeit. Wir sollen unsere Nächsten mit Barmherzigkeit, mit der Eigenschaft Gottes quasi, wir sollen diese Barmherzigkeit verinnerlichen und unseren Nächsten ebenfalls zeigen. So heißt es in einer prophetischen Überlieferung, wer sich anderer nicht erbarmt, der wird auch kein Erbarmen finden. Also müssen wir quasi, wenn wir bei der Gnade sind und Vergebung bitten, und im Koran kommen auch sehr viele Prophetengeschichten, wie zum Beispiel im Ersten Testament die Rettung von der Noahs-Ereignis, und da spricht man zum Beispiel auch von der Gnade Gottes. Durch die Gnade Gottes wurde quasi die Arche Noah und die Menschen und Tiere da drin erbarmt und gerettet. Und wenn wir quasi als Menschen auf die Gnade Gottes hoffen, dann ist es für uns auch wichtig, dass wir untereinander auch diese Gnade zeigen. Und
So heißt es, ein Gelehrter aus dem 7. Jahrhundert, El-Iskenderi, sagt: Schließe in deine Barmherzigkeit und dein Mitgefühl alle Tiere und alle Kreatur ein und sage nicht, dies ist leblos und hat kein Bewusstsein. Denn für gewiss hat es das. So lass, was existiert, sein, wie es ist und sei all dem gegenüber barmherzig. Angesichts der Barmherzigkeit des Schöpfers inmitten seiner Schöpfung. Also wir sollen barmherzig mit unserer Umwelt umgehen und dadurch auch erhoffen, dass Gott mit uns einst barmherzig umgehen wird. Und vielleicht kennen viele auch Yunus Emre, er ist ein islamischer Mystiker und Dichter aus dem 13. Jahrhundert und er sagt zum Beispiel, die Geschöpfe liebe ich des Schöpfers willen. Also auch hier ist die Barmherzigkeit sehr eng mit der Nächstenliebe auch verbunden und es ist nicht nur eine Eigenschaft Gottes, auf die wir auch tatsächlich hoffen, sondern eine Eigenschaft, die wir uns Menschen auch aneignen sollen und untereinander auch pflegen sollen, zu zeigen. Und was auch ganz wichtig ist, das Beispiel hatte ich mal gehört und dachte, ich bringe das jetzt hier mit. Und zwar, wenn ich jetzt sage, der Regen ist eine Art Barmherzigkeit Gottes. Nicht, weil es aus Wasser besteht. Allein das Wasser ist nicht die Barmherzigkeit, weil Wasser als Tsunami, in Form von einer Tsunami, kann zerstörerisch sein. Aber wenn ich jetzt mal an das Phänomen Regen denke, das Verdunsten der Wassertropfen und hochsteigen und dann kondensieren und dass das quasi als Regentropfen von dieser Höhe quasi runter tropft, aber uns nicht verletzt. Warum verletzt es uns nicht? Weil Gott es in Namen mit Besmele, mit dieser Bismillahirrahmanirrahim, mit der Barmherzigkeit herabsenden lässt. Und diese Tropfen sind dann quasi als Barmherzigkeit auch in dieser Hinsicht zu verstehen. Man sagt auch, das Paradies ist zum Beispiel nicht allein deswegen schön, weil es das Paradies ist, sondern weil die Namen Gottes und die Barmherzigkeit Gottes darin verhaftet ist. Und das ist eben sehr wichtig. Man unterscheidet ja von Sehen und Schauen. Und dass man da quasi versucht, die Barmherzigkeit sowohl in der Schöpfung zu erkennen, und als auch natürlich, wenn die Schöpfung so viel Barmherzigkeit in sich birgt, kann nach unserer Verfassung eben nur ein barmherziger Gott dahinter sein, der quasi sich auch so oft im Koran als Barmherziger manifestiert, sodass wir quasi auch daran festhalten können. Das heißt nicht, dass Gott auch nicht straft. Auch diese Eigenschaft hat Gott. Aber es kommt auch in vielen Stellen vor, dass die Barmherzigkeit Gottes der Strafe Gottes überwiegt, weil wir Menschen eben immer dazu uns antrainieren sollen und aneignen sollen, auch in uns die Barmherzigkeit herauszukristallisieren. Und jetzt kommt ein Monat, wo die Barmherzigkeit Gottes sich am meisten auch manifestiert oder wo wir die Barmherzigkeit am meisten vielleicht auch spüren können. Und das ist Ramadan. Man spricht auch, der Ramadan ist quasi der Monat, wo die Barmherzigkeit Gottes sich am meisten zeigt. Es ist eine Zeit für MuslimInnen, wo sie sich zurückziehen können von dem ganzen Alltagsstress oder auch natürlich in die spirituelle Reise sich begeben sollten. Natürlich neben den ganzen weltlichen Pflichten. Ich meine, es ist ja nicht so, dass wenn Ramadan eintrifft, dass wir dann sagen, okay, jetzt arbeite ich nicht, jetzt habe ich keine Verpflichtungen. So natürlich nicht. Aber dass man quasi sich die Zeit nimmt und nochmal einen Schritt vielleicht zurückgeht und schaut, Kontemplationen eingeht, dass man die Natur sich betrachtet, dass man die Barmherzigkeit in sich nochmal kristallisieren möchte und die Schönheiten Gottes quasi nochmal sich vergegenwärtigt. Und natürlich auch in der Hinsicht diesen Aspekt des Teilens in diesen Fastenbrechabenden teilt. Und deswegen geht es nicht anders, wenn man über die Barmherzigkeit Gottes redet, dass man da auch nochmal für sich als Menschen einen Teil daraus nimmt und die Reflexion Gottes quasi vergegenwärtigen lässt. Das kann ich vielleicht so im Raum stehen lassen. Vielleicht kommen dir jetzt nochmal Fragen und dann könnten wir vielleicht nochmal tiefer eintauchen. Genau, aber vielleicht so viel erstmal zur Gnade und Barmherzigkeit Gottes.
Gibt es Fragen? Also ich habe eine Frage, das Zitat, wo es darum ging, dass die ganze Schöpfung sozusagen Ausdruck der Gnade ist oder der Barmherzigkeit. Wo war das her? Das, was ich gelesen habe, ja? Oder gesagt habe. Gelesen. Gelesen habe, da wo wir auch den Leblosen, genau von El Iskenderi, das ist ein Gelehrter aus dem 7. Jahrhundert. Hm. Genau. Das ist ja ein sehr ökologisch umfassender Barmherzigkeitsbegriff. Genau, auf jeden Fall. Weil manchmal finde ich, wir Menschen tendieren dazu, leblose Gegenstände auch einfach nur so blöd zu bedienen. Auch da sollte man aufpassen. Genau, auch dieser Holz war mal ein Baum und hat vielleicht seine Aufgabe sehr schön und richtig vollzogen. Ja. Aber vielleicht genau in dem Kontext die Frage auch nochmal an Herrn Nachrama und an Gregor Hoberg, inwieweit kann man auch so diesen Bezug zur Umwelt oder der Schöpfung, oder wenn man so möchte, die Schöpfungstheologie, auch inwieweit findet man sie auch wieder in der jüdischen als auch in der christlichen Tradition, schon in der Frühzeit oder auch später oder in der Bibel direkt? Naja, ich würde mal so sagen, wie ich das vorhin ja auch versucht habe auszuführen. Also Gerechtigkeit ist eine Gnade Gottes. Die Schöpfung als Ganzes ist eine Gnade Gottes. Also ich würde das einfach mal so in sich stehen lassen, von Barmherzigkeit über Chesed, über die auch Anmutigkeit bis hin eben zur Gnade. Das bildet sozusagen eine Einheit, die am Ende das Wirken Gottes für den Menschen oder eröffnet. Also man hat am Ende durch die Gnade und durch die Barmherzigkeit die Möglichkeit überhaupt, das alles zu erkennen. Das ist ja auch eine Gnade in sich. Insofern denke ich schon, dass dieser Dreiklang, Chen, Vachesed, Vachamim, das ist sozusagen eigentlich das, was Gott in die Welt gibt, vom Lichtwerden bis zur Beseelung alles Lebendigen, bis hin zu der Situation, ja, uns sind die Kräuter und Pflanzen sozusagen zum Essen gegeben, aber man darf auch zum Beispiel fruchttragende Bäume nicht einfach so mal zum Spaß umhauen, sondern eigentlich nur dann, wenn von ihnen eine Gefahr ausgehen würde, der Ast herabbricht und jemand erschlagen könnte oder ich weiß was. Also daran sieht man sozusagen die Gnade Gottes, die ist schon sehr umfassend, würde ich einfach mal sagen. Und ja, in jedem Stück Essen, also auch im Honig natürlich, steckt die Gnade drin, dass wir das eben genießen können und essen können. Und es ist ja nicht nur ein Genießen jetzt so, naja, schmeckt gut, sondern es ist ja ein Genießen, das dazu beiträgt, wenn man es jetzt nicht übertreibt mit dem Honig oder mit anderen Dingen, sich zu erhalten, also den Körper zu erhalten, das Leben zu erhalten, am Ende dann in die nächste Generation zu geben. Also ich finde, das sind schon drei Kernbegriffe, die also aus gutem Grund sowohl im Morgengebet, im Abendgebet, als auch in diesem Tischdankgebet eben enthalten sind und deshalb eigentlich über den Mund eines gläubigen Juden mehrfach am Tag kommen sollten. Ja, also das unterscheidet sich im christlichen Denken und Glauben gar nicht. Also das kann man quasi eins zu eins so übernehmen. Das Einzige, was ja dann bei uns nochmal eine Spezialausformung erfährt, ist die Personalisierung der Gnade sozusagen in Jesus Christus. Aber ansonsten, was die Schöpfung angeht, ist es alles genauso wie in der jüdischen Tradition oder ähnlich auch wie in der muslimischen. Ja, das war für mich sehr schön zu hören, also für mich ist es das Bild von liebevoller Zuwendung Gottes von allen dreien, das war sehr schön. Ich hänge jetzt noch ein bisschen an dem, Sie sagten, Herr Hober, Sie sagten, dass unverfügbar wäre. Und an diesem unverfügbar, da hing dann weiter,
Ja, also wir haben jetzt gehört von Nahrung und von gutem Leben und von Barmherzigkeit. Und wie ist es mit Unglück? Wie ist es mit Katastrophen? Ja, wie ist das? Ist das Ungnade? So, das ist die Frage jetzt. Ja, ich kann ja mal anfangen. Also ich würde erst mal so sagen, wenn man sich die Bibel anguckt, wie die Geschichten dort erzählt sind, dann ist es schon so, dass Missgeschick oftmals damit zusammenhängt, dass eben Gnade Gottes dort nicht waltet. Aber fangen wir schon an bei Kain oder auch bei Sodom und Gomorra, dann sind es natürlich Menschen, die da schlecht handeln. Und wo es dann sozusagen für diejenigen, die sich davon nicht lossagen können, Konsequenzen hat. Und so würde ich immer sagen, ist das Handeln Gottes am Ende auch so ein pädagogisches Abbild, wo man eben sehen kann, da sind sehr klar Grenzen gesetzt, gezogen, sichtbar gemacht. Und der Mensch hat die Möglichkeit, anders als die Engel. Die Engel sind Gottes Geschöpfe und müssen genau das tun, was Gott sagt. Hingegen die Menschen haben eben einen freien Willen und können auch auf die andere Seite der Linie gehen. Und das hat dann eben Konsequenzen. Dass es auch Situationen gibt, wo man das hinterfragen kann. Also in der Geschichte von dem Jona, der sagt ja dann, also warum er da flieht und seinen Auftrag nicht annimmt, na, wie ich den Laden hier kenne, wirst du wieder Gnade walten lassen und ich muss da predigen und den Leuten die Strafe androhen und du wirst in deiner Barmherzigkeit Gnade walten lassen und denen das verzeihen. Und daran sieht man ja, an dieser Geschichte, finde ich, sieht man sehr, sehr deutlich, wie das ist. Das ist sozusagen ja nicht 1+1. Also einer übertritt die rote Linie und Strafe folgt aufs Füßchen, sondern da ist immer noch die Gnade und die Barmherzigkeit Gottes, die Möglichkeiten erübrigt. Das, finde ich, sagt dieser Prophet Jona, beschreibt es in ganz wunderbarer Form. Und so ist es ja auch. Ja, ich könnte vielleicht drei Antworten geben. Und zwar gibt es die Vorstellung tatsächlich, auch wie wir es jetzt gehört haben, als Strafe quasi, dass etwas passiert, als ein Zeichen für die Menschheit, dass man da quasi sich Lehren daraus ziehen soll. Ich würde mal sagen, kein Mensch würde sich freiwillig unter das Messer stellen oder legen. Es sei denn, es handelt sich um eine Operation. Und warum sind wir Menschen, gehen wir selber bewusst unter Messer, wenn wir wissen, es ist eine Operation, weil wir davon ausgehen, es ist was Gutes für mich und man vertraut diesem Chirurgen. Und manchmal schauen Sachen auf der Welt so aus, als ob sie gnadenlos wären, als ob sie schlecht wären, aber wir können das nicht beurteilen, weil wir die ganze Weisheit dahinter nicht kennen. Also manchmal ist tatsächlich auch eine Flut oder eine Katastrophe, die wir als Katastrophe sehen würden oder einstufen würden, vielleicht bringt das was viel Besseres mit. Wir hatten jetzt öfters Mutter gehört. Selbst die Geburt ist schmerzvoll, aber bringt Schönes herbei. Und das ist ein zweiter Aspekt. Und als dritter Aspekt die Prüfung. Wir Musliminnen glauben daran, dass diese Welt ein Ort der Prüfung ist und Gott testet uns auch in der Hinsicht. Was macht wahrscheinlich Kübra, wenn sie in einer schwierigen Situation ist? Gibt sie direkt die Hoffnung auf, das Vertrauen auf oder bleibt die Hingabe noch bestehen und ist das Vertrauen noch da? Und hat sie dann Geduld? Und auch in der Hinsicht sehen wir,
sehr viele Koranpassagen, auch jetzt bei Hiob oder auch bei Noah, auch wenn sich jetzt die Geschichten tendenziell mit dem Ersten Testament auch etwas ändern, ist bei uns zum Beispiel Hiob, der nicht klagt. Er ist, obwohl er so viele Krankheiten hat, sagt er, okay, das halte ich aus, und wenn Gott mir das gegeben hat, dann weiß Gott schon, was er damit mir sagen wollte. Und da haben wir eben die Hingabe, die sehr, sehr im Vordergrund ist. Also ich finde es auch eine sehr, sehr schwere Frage, auf die uns alle drei heiligen Schriften keine einfachen Antworten geben. Weil es ist ja auch schwer zusammenzukriegen, wenn man davon ausgeht, dass von Gott die Gnade kommt, dass er da der ist, der davon unendlich viel zur Verfügung hat. Dann kriegt man es natürlich nicht zusammen mit schlimmen Dingen, die passieren, mit Katastrophen oder dem Bösen. Ich finde da immer, wo Menschen mit im Spiel sind, wo sie die Ursache sind für eine Katastrophe, wo sie mit drin hängen durch ihr Handeln, da machen sich die Menschen es oft sehr leicht, indem sie sagen, oh, wo ist denn jetzt Gott? Und da hast du mal gesagt, fand ich sehr nachdrücklich, wenn man jetzt zum Beispiel auf Auschwitz guckt, dieses schlimmste aller Menschheitsverbrechen, da wird ja schnell gesagt, ja, wo war denn jetzt euer Gott? Und da hast du mal gesagt, da müsste man doch eigentlich fragen, wo waren denn die Menschen? Das sag ich doch, auch immer. Sagst du ja immer. Und das ist genau die Frage, die einem da, wie soll denn Gott mit seiner Gnade durch Menschen handeln, die sich vollkommen von ihm abgewandt haben? Ja, also das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, es gibt aber natürlich Naturkatastrophen, und wie jetzt das Erdbeben in der Türkei, in Syrien, in diesem Grenzgebiet. Und da fällt es mir wahnsinnig schwer, das als Prüfung zu sehen, als Strafe und wie du es beschrieben hast. Und ich kann das nicht zusammenkriegen mit der Güte und Liebe Gottes, sondern ich kann die dann nur noch erkennen, sozusagen, in dem, wie darauf reagiert wird. Also, dass eben Menschen dann doch ihr Mitleid entdecken, ihre Nächstenliebe und da hinfahren, helfen, Zuwendung geben und den Menschen, die dann betroffen sind, helfen. Da entdecke ich Gottes Liebe. Aber in diesem Ereignis selbst, was so viel Leid hervorgebracht hat, das kriege ich persönlich nicht zusammen. Aber ich würde immer so sagen, also ich habe gerade vor kurzem mit einem aus meiner Gemeinde gesprochen, der vor einer Beerdigung zu mir sagt, ja, Gott hat uns das Leben geschenkt und jetzt nimmt das wieder weg. Dann sage ich, ja, ich bin nicht so sicher, ob er es uns schenkt. Ich würde sagen, er leiht es uns. Es ist geliehen, es ist geliehene Zeit. Und diese geliehene Zeit, die kann jetzt zu Ende sein. Und das ist, sagen wir mal, am Ende diese Situation mit auf der Erde, auf der wir leben, die uns eben, ja, viel Sicherheit geben kann, der wir auch viel zumuten, weil wir sie überdüngen und ich weiß nicht, was alles wir der Welt zumuten. Aber auf der anderen Seite, die uns auch zeigt, also 1 + 1 ist nicht immer 2, sondern ist vielleicht auch mal 11. Also ist etwas anders, als wir uns immer sozusagen in unserem Fortschrittsglauben und in dem Glauben, wir könnten alles beherrschen, künstliche Intelligenz und ich weiß nicht was. Und dann kommt sowas und schlägt natürlich insbesondere brutal denjenigen, die es tatsächlich trifft, mit einer ganz großen Härte den Menschen, bringt ihn zurück, eigentlich aus dem 20. Jahrhundert in die Urzeit, wo die gewaltigen Kräfte sozusagen uns zeigen, wie klein wir am Ende sind. Aber natürlich, es ist schwer zu akzeptieren, es ist schwer zu begreifen und es ist auch aus meiner Sicht immer wieder eine Herausforderung an uns alle, dann zu teilen und zu helfen. Hier nochmal zu schauen, was kann ich als Mensch machen und ja, wo ist mein Anteil? Und wir prahlen ja auch immer so, wir haben diesen freien Willen, ja, dann setz diesen auch mal ein, wenn es gefordert wird. Ja. Schön. Und in dem Zusammenhang will ich nur mal eins sagen. Also ich selber bin mal in Los Angeles gewesen, als so ein Erdbeben ablief.
Und natürlich gab es da auch beschädigte Häuser und Brücken und anderes. Aber am Ende ist da, sagen wir mal, 90%, weiß nicht, vielleicht sogar 95% erdbebensicher gebaut. Also auch das ist schon etwas, was wir theoretisch können könnten. Also das ist jetzt nicht etwa den Opfern die Schuld gegeben, sondern das zeigt einfach nur mit dem, was wir in diesen letzten 2.000, 3.000 Jahren, die wir jetzt sagen wir, wirklich Technik, Fortschritt in großen Sprüngen von Generation zu Generation machen konnten, dass wir eigentlich die Möglichkeit hätten, auch da sagen wir mal, für mehr Sicherheit zu sorgen. Also das war alles kein schönes Erlebnis, möchte es auch nicht nochmal erleben. Aber wenn ich jetzt diese Bilder der Zerstörung gesehen habe, dann ist das natürlich, also sagen wir mal, gemessen daran war da wenig passiert. Also so wie ich es jetzt verstehe, ist es, ja, also es gibt entsetzliche Schicksale einfach auch von einzelnen Menschen, das wissen wir. Und wie ist das jetzt? Also die Gottes Gnade schützt uns nicht oder macht uns nicht sicher. Das ist das Unverfügbare, macht uns nicht sicher vom eventuell entsetzlichen Schicksal. Vielleicht aber so etwas, er begleitet uns. Mhm. So vielleicht in die Richtung? In die Richtung würde ich sagen, ja. Also Häuser kann man heute fast erdbebensicher bauen. Das Leben nicht, habe ich mal gehört. Genau. Also weil es gibt dieses Gefühl, dass der Boden schwankt, dass man den Boden an den Füßen verliert. Das gibt es ja in jedem Leben, wenn schlimme Dinge passieren. Kann ein Unfall sein, eine plötzliche Krankheit. Dafür sind wir nicht gefeit, aber wenn man geübt ist oder wenn man es schafft, in Verbindung zu sein mit Gott, dann spürt man, vielleicht nicht in dem Moment, aber im Rückblick, dass selbst diese Situation das ganze Leben sozusagen umwölbt ist von Gottes Gnade. So würde ich es mal beschreiben. Auf jeden Fall. Also ich könnte auch dem nur ergänzen, nur weil Gott gewisse Sachen zulässt, heißt es nicht, dass Gott auch darin Wohlgefallen hat. Und das ist tatsächlich auch sehr wichtig, genau. Ja, vielen Dank. Da sind wir sehr weit vorgedrungen und das heißt, wir werden das Gespräch fortsetzen. Eine herzliche Einladung ergeht an Sie. Wir in 2 Tagen oder fast 2 Tagen beginnt Ramadan. Deshalb wird das nächste Mal die Einladung zum Lesezeichen verbunden sein mit einem Fastenbrechen. Sie sind herzlich eingeladen. Wir laden ein am 19.04. Zu uns in die Mohrenstraße. Das ist ein Mittwoch. Also anders als jetzt ist es kein Dienstag, sondern ein Mittwoch. Genau, genau. Und genau, auf der Internetseite können Sie das wahrscheinlich dann auch nochmal finden. Genau. Die Mohrenstraße 34 ist das Forum Dialog. Ein anderer Ort, ein anderer Tag. Genau. Fasten ist das Thema, Lesezeichen. Und dann wird auch gemeinsam das Fasten gebrochen, gegessen, getrunken. Wir sind eingeladen von unserem muslimischen Partner und freuen uns sehr, wenn Sie da mit dabei sein können. Für diejenigen, die wissen ungefähr, wo das ist da, wo das Bundesjustizministerium ist. Also sozusagen wirklich leicht zu finden. Und ein letztes, schon übermorgen können Sie uns wieder erleben, zu dritt. Da sind wir in der Marienkirche um 19 Uhr und werden über den Tod aus der Perspektive der 3 Religionen sprechen. Und dann sind es Referate, die auch bebildert sind. Also da gibt es dann auch was zu sehen. Wenn Sie da Zeit haben, übermorgen 19 Uhr in der Marienkirche. Und ansonsten einen schönen Abend und einen guten Nachhauseweg. Bleiben Sie Gott behütet. Amen. Thank you.